hallo Freunde. Wie schon bei dem Secret Lair gewünscht, was ich gezeigt habe, jetzt mal zu meinem Commander Deck. Ich fange mit dem Commander an, das ist The Mimeoplasm. Ist ein bekannter Reanimate Commander in Sultai Farben. Er hat den Effekt, wenn er das Battlefield betritt, kann ich zwei Kreaturen von einem Friedhof exilen. Und er bekommt von der einen Kreatur +1/+1 Marken höherer Stärke und von der anderen Kreatur den Effekt. Komme ich nachher nochmal kurz zu, wenn es auch um eine Combo geht. Aber jetzt geht's erstmal weiter. So, fangen wir mit den Ländern an. Ich habe einmal die Scrylands drin. Dann kommen wir zu den, ich sag mal, Commanderlands. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie umgangssprachlich heißen. Fetch-Länder sind drin. Das sind insgesamt 9. Das sind einmal die Freund-Länder. Man könnte sagen 10. Ich habe eine Prismatic Vista drin. Und die Feind-Fetch-Länder sind 4 an der Zahl drin. Die auch alle aus dem Secret Lair. Werdet ihr noch mehr Karten von sehen. So, Fetch-Länder haben wir. Was findet man mit Fetch-Ländern? Auf alle Fälle Basics. Habe ich 2 Wälder, 2 Sümpfe, 2 Inseln. Mehr hat der Bob Ross noch nicht gemalt, deswegen habe ich nur 6 Basics dran. Und Schockländer, den Watery Grave, Overgrown Tomb und den Breeding Pool. Kann man auch alle rausfetchen. Dann kommen wir zu den Duels, die spiele ich auch. Es ist ein Casual Deck, aber es ist schon sehr gut ausgebaut, muss ich sagen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare drüber diskutieren, wie casual das noch ist. Also ich sehe es nicht im CEDH, aber es ist ein sehr gutes Casual Deck. Haben wir ein Underground Sea, ein Bayou und ein Tropical. Und was man auch noch finden kann, ist das Triom in den Farben. Für mich ein Rainbow Land, es macht alle 3 Farben, die ich haben möchte. Schwarz, Grün und Blau. Dann haben wir den Opulent Place. Macht mir auch alle 3 Farben, kommt aber getappt ins Spiel und nicht fetchbar. Command Tower, muss ich nicht so sagen, Staple. Strip Mind, kann ich ein Land mit zerstören. Dann haben wir ein Nurturing Peatland. Macht mir ein schwarzes oder ein grünes, kann ich opfern, um eine Karte zu ziehen. Ganz nett, ich habe auch Life from the Loom, das zeige ich aber später. Gaia Reach Sanatorium. Macht mir nur ein farbloses, aber das Gute ist, ich kann es für 2 Tappen eine Karte ziehen. Also jeder Spieler tatsächlich, kann man sich auch ein paar Freunde mitmachen am Tisch, darf eine Karte ziehen und dann eine discarden. Ich möchte reanimaten, ich möchte discarden und Karten ziehen, daher gutes Land in dem Deck. Und die lege ich mal nach oben, die ist ein bisschen dunkel, deswegen sieht man sie vielleicht hier ein bisschen besser. Alchemist Refudge, das ist auch ein Land, was mir nur ein farbloses gibt, aber es hat halt den Effekt, dass ich für ein grünes und ein blaues meine nächsten Spells mit Flash casten kann. Ist ganz cool für dann die Reanimate Sorceries, um am Ende vom Gegnerzug vielleicht noch was Größeres reinzuholen oder vielleicht auch mal am Ende des Zuges mit einem Spell Spot zu wipen. Jo, dafür ist das Land noch drin. Und es ist auch aus einem Secret Lair. Kommen wir zu den Ramp Spells. Wir sind in Grün. Was kann Grün? Grün kann rampen. Habe ich Tree Wizards. Lege ich mal nach oben, weil es sehr schön ist. Ein Nature's Lore. Einen Deathrite Shaman. Sollte man kennen. Muss ich jetzt nicht so viel zu sagen. Dann das Arcane Signet. Und die Signets für meine Farben, die ich spiele. Hier wären die Talismänner besser, aber sie gibt es nicht im Secret Lair. Daher sind es noch die Signets. Einen Soul Ring, zeige ich euch auch mal so. Und wenn wir schon bei den Artefakten sind, die Swiftfoot Boots. Beschützen meinen Commander oder irgendwelche großen Kreaturen, die ich reanimated habe und geben hier dazu noch Haste. Nette Karte sieht man auch sehr häufig im Commander. Ich würde mal behaupten, ist ein Staple. Was macht man, wenn man blau spielt? Man zieht Karten. Wie ziehe ich Karten? Mit Ponder. Dann habe ich da drin einen Preordain. Das waren die One-Drops. Jetzt kommen wir ein bisschen höher. Da haben wir zum Beispiel in Schwarz die Phyrexian Arena. Ich gehe die Karten jetzt mal so durch. Ich denke, die sind den meisten Leuten bekannt. Rhystic Study. Auch ganz tolle Karte. Wenn man sich gerne mit seinen Gegnern unterhält. Noch nicht Secret Lair, die höre gerade aus der Regie, ist noch nicht Secret Lair, kommt dann mit dem Arcane Secret Lair. Daher auch die Swiftfoot Boots.
In dem, sie gab es zwar jetzt in einem Secret Lair, aber in Foil. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, sind die Karten alle in Non-Foil. Gut, wir ziehen weiter Karten. Sylvan Library. Gibt es auch noch nicht in einem Secret Lair. Es gab sie in diesen Commander-Sets, wo ich schon überlegt habe, na, fange ich jetzt auch noch an, mir die Commander-Collections zu kaufen, weil auch Karten dann austauschbar sind. Ist ja auch ein Reanimate und so bei, aber weiß ich nicht. Na, schreibt es in die Kommentare, soll ich es übertreiben, Freunde? So, wir ziehen weiter Karten. Wir haben den Notion Thief. Der Halbreacher ist gegangen. Der Notion Thief ist mittlerweile mit von der Partie. Dann haben wir Karten gezogen. Wir wollen aber auch Karten im Friedhof haben. Daher machen wir weiter mit der Sultai Ascendancy. Die selektiert mir die oberen Karten von meiner Bibliothek. Ich darf mir zu Beginn meines Abgriffs immer zwei angucken und darf mich entscheiden, ob ich sie in den Friedhof lege. Und so kann ich oft gute Kreaturen einfach mal rüberlegen oder auch mal, wenn das Life from the Loom oben ist, weglegen. Ist ganz nett. So, Karten ziehen und Karten in den Friedhof werfen ist das, was ich machen möchte. Deswegen Careful Study Windfall. Gehen wir davon aus, sie sind alle bekannt. Sultai Charm, sehr vielseitig. Ich kann eine Monocolored Kreatur zerstören, Artefakt oder Enchantment oder zwei Karten ziehen und discard eine Karte. Super Karte, finde ich, in dem Deck. Macht sehr viel Spaß. Kommen wir hier noch zu der Karte. Da bin ich immer noch so ein bisschen am Rumüberlegen. Die könnte man vielleicht auch austauschen, aber ich hatte sie noch da. Ist halt auch ein Instant. Ich gucke mir die obersten 5 Karten von meiner Bibliothek an, kann einen auf die Hand nehmen, der Rest kommt in den Friedhof und ich kann sie für 7 flashbacken. Gut, im Commander passiert sowas, woanders nicht. Deswegen ist das auf alle Fälle noch was, was ich austauschen kann. Und dann kommen wir noch zu ein paar Karten, die ich ganz schön finde, weil sie auch ein bisschen politisch sind, ein bisschen Tutoren, bisschen teurer. Habe ich hier eine Intuitions. Da kann ich mir 3 Karten aus meinem Deck raussuchen, einen Gegner auswählen und der sagt mir dann, welche ich auf die Hand nehme, die anderen kommen in den Friedhof. Es ist ein Instant, es ist super gut. Mir kommen nachher noch zu den Counterspells. Ich kann zum Beispiel, wenn irgendeiner in Combo gehen will, sagen, ich habe gerade keinen Force. Ich suche mir einen aus, sag hier, Intuitions, gib mir doch den Force und ich verhindere die Combo. Im Gegenzug sind aber 2 coole Reanimate-Kreaturen noch dabei. Die schmeiße ich in den Friedhof und am Ende mache ich den Sack zu. Ja, schöne Karte auf alle Fälle. Auch sehr politisch. Und Fact of Fiction, die ist, ich reveale die obersten 5 Karten von meiner Bibliothek und suche mir einen Gegner aus und er macht 2 Piles. Einen davon darf ich auf die Hand nehmen und die andere in den Friedhof. Es legt Karten in den Friedhof, ich darf es mir aussuchen, das macht die Karte sehr gut und ja, hat halt auch wieder einen sehr politischen Aspekt. Die Regie ist mir gerade auf dem Ohr, bitte. Also ich höre gerade von der Regie, die Möglichkeit von einem 5-0 Stapel ist auch möglich. Kommen wir zu Recursion. Da haben wir auf alle Fälle als Kreatur den Eternal Witness. Kennt man, muss ich nichts zu sagen. Das schon mehrfach erwähnte Life from the Loom. Einmal das Recovery ist auf der Rückseite noch ein Land. Ist auf alle Fälle eine nette Karte, wenn man früh ein Land braucht. Wenn nicht, kann sie so auch eine Menge. Dann haben wir den Nisumi Grave Robber. Zudem muss ich sagen, es ist eine schnelle Kreatur. Es ist ein kleiner 2-1er für 2 Mana. Man kann damit Karten exilen. Das macht ihn vielseitig. Wenn der Gegner keine Karten im Friedhof hat, wird der nette Dude geflippt. Und hab dann auf dem Board einen 4-2er, der mir Kreaturen reanimaten kann. Von jedem Friedhof, das muss man noch dazu sagen. Dann haben wir noch die klassischen Reanimate-Sachen. Animate Dead, Exhum, Spaß für alle, Reanimate, ein Persist und einmal Leben und Tod. Die Karte habe ich schon seitdem ich Magic spiele, deswegen ist es auch noch eine deutsche Karte in diesem Deck, aber man hängt ja an seinen alten Sachen. Die ist vielleicht nicht so bekannt, da geht es auch eigentlich nur um den Toteffekt. Er macht das gleiche Reanimate nur für einen Mana mehr. So, wollen wir mal gucken, was wir reanimaten. Da haben wir zum Beispiel die Shellodren. Ist jetzt alles auf Phyrexianisch, sollten aber auch bekannt sein. Es kommen noch mehr von den netten Prätoren, die habt ihr aber auch in dem Video
gesehen und da habe ich auch was zu denen gesagt. Dann haben wir den Herrn Worin Klecks und Chin Getexion ist auch mit von der Party. Das waren meine drei Prätoren. Gibt es aber noch andere nette Kreaturen, die man gerne reanimated. Da haben wir den Lord of Extinction. Der ist einfach, auch wenn er im Friedhof liegt und man das Mimeoplasm spielt und die Count of Mimeoplasm drauf macht, das ist einfach so ein Brett. Da kannst du schön in einem Zug mit Commander Damage mal einen rausnehmen, wenn es ein bisschen später wird. So, den Woodfall Primus. Der zerstört eine Nicht-Kreatur permanent. Ist ein 6-6 Trampler mit Persist. Das heißt, er kommt auch danach nochmal wieder, wenn er nicht exiled wird. Ja, muss man auch nicht viel zu sagen. Gute Kreatur, guter Effekt. Dann haben wir den Runescar Demon, 6-6 Flieger, der mir eine Karte aus der Bibliothek sucht. Ist ein klassischer Tutor mit drauf. Auch einfach gut. Und als letzter Fatty, den man reanimieren möchte, das Terrassodon. 9-9 zerstört 3 Nicht-Kreatur-Permanents und der Beherrscher kriegt 3-3 Elefanten-Tokens für jedes Permanent, das zerstört wird. Man kann tatsächlich auch seine eigenen wegnehmen, wenn man zu viele Länder hat und noch irgendwie Blocker braucht. Dann haut man sich seine eigenen Länder weg, hat noch 3-3-3 Elefanten und kann vielleicht nochmal einen Swing überleben. Dann kommen wir zu auf alle Fälle einer riesen Fankarte von mir. Ich habe sie sogar schon im Legacy gespielt, nicht lange, aber ich habe es getan. Das ist einmal Pier und Pier hat immer seinen Freund dabei, den guten alten Toothy. Ist, denke ich, unter Commander-Leuten auch bekannt, deswegen muss ich da jetzt nichts mehr zu sagen, aber Hammer. Ich liebe diese beiden. Dann haben wir noch einen Scavenging Ooze, sollte auch bekannt sein. Gute Karte, Graveyard Hate. Kann groß werden, macht ein bisschen Life-Gain. Dann haben wir einen Black Crafter. Habe ich mal mit reingenommen. Jeder Spieler muss eine Kreatur opfern oder einen Planeswalker. Und wer es nicht kann, discardet eine Karte. Ist halt auch wieder ein bisschen Salz für jeden. Und man kriegt vielleicht die ein oder andere Hexproof-Kreatur weg. Oder Indestructible Shroud. Gibt's alles. Jo, und weil ich ja mit diesem Secret Lair hier angefangen habe, mit den Schleimkreaturen, ist der Acid Slime mit drin geblieben. Ist ein 2-2 mit Death Touch, ist ganz nett, wenn man so einen auf dem Board liegen hat. Und er kann ja auch ein bisschen was wegmachen. Er zerstört ein Artefakt, ein Enchantment oder ein Land. Und die 5 Mana, jo, hört sich erstmal viel an, aber im Commander sind 5 Mana gar nicht so die Masse. Gut, kommen wir mal zu dem Salz, was wir schön streuen können. Beim Spiel. Da haben wir verschiedenste Board Wipes. Wir haben ein Toxic Deluge, sollte bekannt sein. Dann haben wir eine Damnation und für hinten raus nochmal ein Decree of Pain. Dann haben wir noch ein paar, ja, ich sag mal Removal. Ich habe dann noch einen Cyclonic Rift drin. Muss ich auch nicht so viel sagen. Ist so mit einer der größten Salzkarten im Commander, die es, glaube ich, gibt. Eine Assassin's Trophy zerstört irgendein Permanent. Auch super vielseitig einsetzbar. Genau das gleiche mit Beast Within. Dann haben wir einen Malstrompuls. Zerstört auch irgendein Non-Land Permanent. Für 3 Mana voll okay. Und wenn der Gegner mal Tokens spielt und du so einen Malstrompuls reinballerst, macht das gerade noch viel mehr Spaß. Was haben wir noch? Wir haben einen Crozen Crypt, der auch bald ausgetauscht werden darf durch das Arcane Secret Lair. Ist wahrscheinlich auch bekannt, kann man Artefakt oder eine Verzauberung zerstören mit Split Second. Dann haben wir noch einen Golgari Charm drin. Er kann allen Kreaturen -1/-1 geben. Ist so ein kleiner Boardwipe, je nachdem, was gerade so am Board unterwegs ist. Er kann eine Verzauberung zerstören, das ist nicht verkehrt. Und er kann alle meine Kreaturen regenerieren. Ist vielseitig einsetzbar. Daher ist er noch drin. Dann kommt eine Chain of Vapor. Damit kann ich Non-Permanent bouncen und der Controller kann ein Land opfern, um den Spell zu kopieren und auch was zu bouncen. Ist ganz nett. Ist halt auch für ein blaues Mal was bouncen. Ein Planeswalker oder eine Enchantment wegmachen für kurz. Ist nicht verkehrt. Ich hatte auch ein Chain of Smog überlegt, weil dann schmeißt jemand, lasse ich 2 Handkarten abwerfen. Wenn das zurückwirft und ich 2 Karten abwerfen kann und kann meine Reanimate-Targets reinwerfen, ist cool. Dann
schicke ich den Spell wieder woanders hin. Ein bisschen Unfug treiben, ne? Dafür spielt mir auch eigentlich Commander. Und dann haben wir noch das Witherbloom Command. Es mailt mir 3 Karten. Ich kann Land auf die Hand zurücknehmen. Es kann eine Non-Creature, Non-Land Permanent mit Mana Value 2 zerstören. Das ist okay. Eine Kreatur -3/-1 geben. Damit könnte man auch was Kleines mal umbringen. So ein Esper Sentinel, der gerade gespielt wurde oder so, nimmt man weg. Und ich glaube am wenigsten dieses, einer verliert 2 Leben und du kriegst 2 Leben. Kann man mal machen. Ist halt noch mit drauf. Davon kann man 2 aussuchen. Ist halt auch wieder sehr vielseitig. So, dann haben wir noch eine Combo drin, die so wie sie hier liegt, gut funktioniert. Mit Mimeoplasm halt aus der Command Zone, mit den richtigen Karten im Friedhof. Halt auch ein ganz guter Weg ist zu gewinnen. Da haben wir den Phyrexian Devourer. Ein Triskelion. Und den Necrotic Ooze. Ich denke mal, die Kombo ist bekannt. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, dann kann man das noch erklären. Wie kommen wir an unsere Kombo zügig dran? Haben wir noch ein paar Tutoren. Einen Demonic Tutor, muss ich nichts zu sagen. Ein N2. Das tutort mir in den Friedhof als Instant für ein schwarzes, sehr starke Karte. Und einmal Buried Alive. Buried Alive sucht mir 3 Kreaturen aus der Bibliothek und schmeißt sie in den Friedhof. Für 3 Mana als Sorcery, auch super Karte. Dann haben wir noch dabei ein Bribery. Man kann ja auch mal bei den Gegnern gucken, was die so haben. Vielleicht holt man sich da das ein oder andere Schöne raus. Habe ich auch schon Spiele mit ganz gut für mich entscheiden können. Die großen Kreaturen von den Gegnern klauen, macht auch immer Spaß. Die kommt auch neu, tatsächlich, höre ich gerade aus der Regie. Ist im aktuellen Secret Lair also mit bei. Wenn ihr das jetzt hört, ist er wahrscheinlich schon wieder raus. Und es gibt 10 neue. Und das Deck sieht auch schon wieder ganz anders aus. Aber ja, kommt auf alle Fälle auch noch. So, dann haben wir einen Counterspell, um die Combo zu beschützen, gegnerische Kombos zu verhindern. Gehört einfach in blaues Commander-Deck. Ist jetzt auch aktuell noch der aus den Mystical Archives, genau. Habe ich gezogen, habe ich drin gelassen. So, es gibt zwar schon einen im Secret Lair, das ist aber einfach nur dieses Old Border Bild mit einem New Border, der gefiel mir jetzt nicht. Und es kommt jetzt bald ein Secret Lair raus mit einem Counterspell, der mir dann doch eher zusagt. Und der wird es dann auch werden. Und einen Force of Will haben wir auch noch. Einfach ein guter blauer Counter. Kann man nicht mehr zu sagen. Wenn Combo am Tisch ist, bist du immer froh, wenn diese Karte da ist. Man fühlt sich einfach sicherer damit. Und der letzte Counter, weil er auch eine ganze Menge countert, ist der Void Slime. Und damit sind wir durch, tatsächlich. Das ging jetzt zügiger als gedacht. Das ganze Deck ist mein kleines Herzprojekt mit den ganzen Secret Lair Karten. Ich hatte mir irgendwann das Secret Lair gekauft. Mit den Karten von Mimeoplasm und habe dann angefangen, mir da ein Commander-Deck drumherum zu bauen. Und ihr seht, es wächst und gedeiht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von den ganzen Secret-Lair-Karten haltet. Ob ich doch so verrückt sein soll, auch noch in die anderen Premium-Produkte reinzuschnuppern mit den Commander-Collections, weil da sind ja schon ein paar Sachen mit Toxic Deluge, Reanimate, Sylvan Library, die ich dann auch schon austauschen kann. Aber jetzt hört ihr vielleicht im Hintergrund meinen Hund meckern und damit bin ich raus. HD, tschüss.